Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute noch zu einem ganz kurzen kleinen Video mit der Frage: Kauft ihr lieber Rapsöl oder lieber Olivenöl? Frage hat sich mir nämlich gestellt und ich kann sie ehrlich gesagt nicht selbst beantworten, beziehungsweise doch könnte ich eigentlich. Aber ich komme deswegen auf diese Frage, weil vor einigen Wochen, ich glaube, es ist so 2, vielleicht 3 Wochen her, kursierten hiermit mal die Nachrichten von wegen, wir sollen doch das Olivenöl weglassen. Das ist ja gar nicht so gesund, wie man uns das immer vorgaukelt. So wie das die Italiener oder die Spanier oder die Griechen uns vorgaukeln, dass ja das Olivenöl so gesund sein soll. Das ist ja mittlerweile, wird halt über diese Medien, die da verbreitet wurden. Also ich habe es im Radio gehört und ich hatte auch ganz kurz irgendwo was gelesen. Da ging es halt darum, dass dieser Aspekt von wegen, das Olivenöl sei so gesund, ja gar nicht stimmt. Und man soll doch lieber das tolle Rapsöl kaufen, das sei ja viel gesünder und wäre viel ausgewogener mit den Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, warum kommt denn gerade jetzt diese komische Meldung raus, dass wir doch weniger Olivenöl verzehren sollen und viel mehr Rapsöl? Also ich meine, ich mag Rapsöl durchaus, es schmeckt mir sehr gut und ich verwende es auch ganz gerne mal. Aber Olivenöl hat halt was an sich, das hat Rapsöl einfach nicht. Und dass man jetzt einfach das mediterrane Leben nicht eins zu eins auf das deutsche umlegen kann, das predigen wir ja schon seit, weiß ich, 20, 30 Jahren, dass das nicht hinhaut, dass das halt zwei verschiedene Lebenskulturen sind. Und hier in Deutschland haben wir auch nicht so viel Sonne wie jetzt beispielsweise Griechenland oder Italien oder Spanien beispielsweise. Doch das vergessen scheinbar viele Leute und meinen halt, man kann das eins zu eins ummünzen. Nein, das kann man nicht, weil der Lebensstil bei diesen Leuten halt auch ein ganz anderer ist. Aber jetzt wieder zurück zu dieser Frage. Warum sollen wir denn mit mal Rapsöl kaufen? Was ist denn jetzt mit mal mit dem Rapsöl so, dass das Olivenöl mies gemacht wird? Und da bin ich dann irgendwann vor ein paar Tagen drauf gekommen und habe gedacht, das könnte eventuell damit zu tun haben, das ist jetzt halt nur mal so eine Vermutung meinerseits, ob das tatsächlich so ist. Ja, das wissen wir halt noch nicht, ne? Oder vielleicht kommt das irgendwann mal raus. Weil wofür wird denn in Deutschland, außer zum Kochen, sprich in der Küche, Rapsöl noch verwandt? Okay, man kann es ein Stück weit in der Kosmetik anwenden. Man kann mit Rapsöl wunderbar Arbeitsplatten einölen. Das funktioniert auch. Also Holzarbeitsplatten. Das kann man damit wirklich gut machen. Aber wofür wird es denn noch verwandt? Ich meine, ihr kennt es ja alle, wenn ihr unterwegs seid mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Zug, wie auch immer, zumindest zu Lande, sage ich mal, unterwegs seid und das im Sommer. Und ihr guckt mal links und rechts so auf die Äcker, was steht denn da immer? Da steht Raps, gelbe Rapsfelder. Riecht ein bisschen komisch, muss man ganz ehrlich sagen, die Rapsblüte, aber man sieht es halt, wirklich die ganzen Felder sind gelb. Das ist Raps. Ja, wofür wird es denn benutzt in Deutschland? Und da komme ich dann wieder auf die zwei Buchstaben, die uns jetzt schon seit Jahren beschäftigen. VW. Ja, oder man könnte auch WV sagen, die rückwärtsgewandten halt nicht. Und da fiel mir dann halt, wie gesagt, vor einigen Tagen mal ein Mensch, das könnte durchaus mit dem Dieselgate zu tun haben. Weil was haben wir denn jetzt für Probleme? Dadurch, dass die Automobilhersteller, ich habe es ja schon in einigen Videos gebracht, halt die Kunden auf gut Deutsch gesagt beschissen haben beim Verkauf ihrer Autos, beziehungsweise die Kunden haben die Autos gekauft. Da wurden sie halt über den Tisch gezogen mit angeblich sauberen Dieselfahrzeugen, wobei da halt die Software manipuliert war, weil die Hardware das gar nicht hergibt, dass die Autos so sauer sein können. So, jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, dass das natürlich irgendwo ein Nachspiel haben muss, ist ja eigentlich klar.
Die Fahrzeuge, die scheiden viel mehr Schadstoffe aus. Die ganzen Messstationen, die hier in der Stadt oder auch bei euch in den Städten aufgestellt wurden, die messen ja immer punktuell sozusagen in dem Umkreis der Messstation die Luft und sagen halt, die Abgaswerte sind gestiegen, die Schadstoffwerte sind gestiegen in den letzten Jahren und nicht gesunken. Und da ist uns ja schon allen aufgefallen, komisch, wenn die Autos immer sauberer werden, wieso steigen denn mit mal die Werte? Die müssten doch eigentlich sinken, aber nein, sie sind rapide gestiegen und zwar so doll gestiegen, dass sie eigentlich mit der Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs gar nicht mitgehalten haben, sondern diese sogar noch übersprungen sind. Das heißt, es sind mehr Abgase da, wie eigentlich mit den sauberen Autos, mit den neuen Zulassungszahlen der sauberen Autos überhaupt da sein könnten. Ja, und die Schlussfolgerung daraus ist ja jetzt, dass immer mehr Fahrverbote angehängt wurden von den Gerichten. Und ja, dass entweder einzelne Straßen oder einzelne Häuserblöcke nicht mehr mit Dieselfahrzeugen befahren werden dürfen. Das sind vorzugsweise die Gebiete oder die Häuserblocks, wo halt diese Messstationen drin sind. Ja, wenn die Messstationen jetzt nicht mehr von Dieselfahrzeugen belästigt werden, dann messen die natürlich einen besseren Wert. Ist ja ganz logisch. Das aber nur mal am Rande. Jetzt dürfen halt irgendwann Dieselfahrzeuge nicht mehr in die Innenstädte. Irgendwann wird es dazu kommen, dass beispielsweise hier in Berlin, so wie auch schon die Umweltzone, das heißt der Bereich, der innerhalb des S-Bahn-Ringes von Berlin liegt, nicht mehr mit Dieselfahrzeugen befahren werden dürfen. Die Folge daraus ist, und die merken ja jetzt die Automobilhersteller und auch die Automobilverkäufer schon, es will kaum noch einer ein Diesel kaufen. Es werden immer mehr Benziner verkauft oder aber auch Hybridfahrzeuge, Fahrzeuge mit Gasantrieb. Und ich hoffe auch, dass die Zahlen immer mehr steigen, halt Elektrofahrzeuge. Und der Diesel hat letzten Endes ausgedient, er hat das Nachsehen. Ja, warum bringe ich jetzt den Diesel ins Spiel? Ist ja ganz klar. Rapsöl und Diesel haben eines gemein. Ja, sie werden miteinander vermischt und als Biodiesel an den Zapfsäulen verkauft. Also sprich, das, was hinten hinter einem Dieselfahrzeug so ein bisschen nach Frittenbude riecht, das ist das Rapsöl, was im Biodiesel drin steckt. Ja, wie schon gesagt, wenn wir jetzt immer weniger Dieselfahrzeuge verkauft kriegen in Deutschland, haben wir zu viel Raps. Oder Rapsöl sogar. Was macht man mit dem Rapsöl? Ja, am besten eine richtig geniale Werbestrategie fahren und den deutschen Käufern doch das Rapsöl schmackhaft machen. Weil ja ganz urplötzlich das Olivenöl gar nicht mehr so gesundheitsfördernd ist, wie man es jahrzehntelang oder jahrhundertelang sogar eigentlich aus Erfahrungsberichten, medizinischen Berichten, wie auch immer, her kennt. Und jetzt soll mit einmal Rapsöl gegessen werden. Also wie gesagt, ich mag Rapsöl, Rapsöl schmeckt mir, ich mache damit auch ganz gerne Sachen. Ob das jetzt Kochen, Braten oder einfach für Salate ist, ich finde Rapsöl ist nicht schlecht. Doch ich bevorzuge größtenteils wirklich Olivenöl, weil es mir vom Geschmack her doch viel mehr Spielraum gibt, um damit etwas zuzubereiten. Wenn ich jetzt jedoch höre, dass jetzt mit mal Olivenöl so schrecklich schlecht sein soll, gesundheitsbedingt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die nicht den Bildungsstand haben wie ich oder nicht die Ausbildung haben, wie ich sie habe und über Lebensmittel nicht so Bescheid wissen. Und die werden dann sagen, oh ja, Rapsöl ist viel gesünder, Olivenöl ist ja ganz schrecklich, da steht gerade negativ in der Presse drin und kommt sogar im Radio, wir sollen jetzt Olivenöl meiden und Rapsöl verzehren. Also, ich glaube, das Ding könnt ihr in die Tonne treten. Ich weiß, dass wir hier in Deutschland sehr viel Öl verbrauchen, aber mit Sicherheit nicht so viel wie in Griechenland, Spanien oder Italien. Da ist es weitaus mehr, was an Öl verbraucht wird. Und es ist mit beiden Ölen so, mit beiden Ölen muss man vorsichtig umgehen. Man kann zwar bei dem Rapsöl höhere Temperaturen anwenden als beim Olivenöl, aber trotzdem ist das auch irgendwann verbrannt. Und dann sind wir bei den Acrylamiden, die dann entstehen können. Und da ist es egal, ob ihr Olivenöl nehmt oder Rapsöl,
ihr könnt beides wegschmeißen. Ja, das sind so meine Gedankengänge gewesen zu dem Thema Rapsöl oder Olivenöl. Ja, also ich will jetzt gar nicht weiter in die Materie des Öls als solches reingehen. Das war einfach nur der Gedankengang, der mir gekommen ist. Weil jedes Mal, wenn irgend so eine Nachricht kommt, dann heißt es, die Leute sollen das Produkt kaufen und das andere meiden. Ja, ob das die Hysterie über Aloe Vera ist oder über was gibt es noch alles für Pflanzen und für Früchte, die da so wunderbar sind. Sanddorn war jahrelang ein Gesprächsthema gewesen. Und mir fallen noch etliche andere Sachen ein, wo ich jetzt gerade mal nicht so drauf komme. Noni und ach, ihr wisst schon, was ich alles meine. Es gibt halt immer wieder Jahre, da gibt es bestimmte Produkte oder Früchte, wie auch immer, die man halt forciert, indem man sie irgendwie riesengroß durch die Presse jagt und mit mal Rezeptbücher rausbringt und sonst irgendwas. Wie gesagt, ich finde, Raps und Olivenöl sind beide für mich gleichwertig. Man muss beide in Maßen und in Rahmen anwenden und dann sind sie beide nicht gesundheitsschädlich, sondern gesundheitsfördernd. Und wenn ihr einen alten Diesel fahrt, vielleicht auch einen Oldtimer, wie auch immer, da ist es egal, was für ein Öl ihr da reinkippt, der verbrannt beides. Ja, wobei es gibt einige Hersteller, die das nicht gerne sehen, wenn ihr da eine Flasche Olivenöl hinten reingießt oder aber Sonnenblumen oder Rapsöl. Aber gut, ihr wisst schon, was ich damit meine. Es ist halt merkwürdig. Das passt gerade zusammen. Die Diesel werden immer weniger verkauft. Was passiert mit dem Rapsöl? Ja, man muss es schmackhaft machen, dass die Leute es kaufen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer, wann ihr das Video seht. Sollten wir uns nicht mehr sehen oder hören, wünsche ich euch noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bei eurem Festessen, geht nach eurem Geschmack und nach dem, was ihr da produzieren wollt, was ihr für ein Mahl anrichten wollt, passt da besser Olivenöl zu oder passt da besser Rapsöl zu oder vielleicht sogar Sonnenblumenöl. Das überlasse ich ganz euch und euren Gaumen und wünsche euch guten Appetit beim Festschmaus und bevor ihr gleich hier ganz verschwindet, ihr dürft diesen Kanal gerne da unten noch abonnieren, ihr dürft danach auch gerne noch aufs Glöckchen drücken, nicht für Weihnachten, sondern damit ihr von diesem Kanal hier keine weitere Folge verpasst und da unten dürft ihr mir gerne noch einen Daumen rauf da lassen, würde ich mich sehr gerne drüber freuen und ihr dürft diesen Kanal auch gerne weiterempfehlen und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!